Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Hotel Business Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich habe ein bisschen weiter gespielt, wie ihr sehen könnt, und ein paar Erkenntnisse. Das ist eine Aufnahme nach dem Livestream, wo wir gemeinsam entschlossen haben, es geht zu langsam voran und ich möchte euch natürlich noch ein bisschen was zeigen. Ihr seht, 12.000 Konto. Ich habe hier zum Beispiel die Waschmaschinen optimiert, sodass die Mitarbeiterin hier direkt von der Treppe den kürzesten Weg haben, um hier ranzukommen und somit ein bisschen Zeit sparen. Dann, während des Livestreams hatten wir ein Safe Game. Das ist leider kaputt gewesen. Wie gesagt, das ist eine Early Access. Das heißt, ich musste nochmal neu durchstarten und habe das direkt genutzt, um ein paar Optimierungen zu testen. Zunächst einmal seht ihr, ja, wir haben jetzt passend zu den Eindrücken, die wir im Livestream hatten, eine Kolorierung hier teilweise vorgenommen und wir haben einen neuen Boden reingezogen. Aber was wahrscheinlich der größte Unterschied ist, ich habe versucht, möglichst schnell mich jetzt auf die besseren Zimmer zu fokussieren. Und da seht ihr, bei den großen Zimmern kriegen wir 225 pro Nacht. Und damit ist die Effizienz pro Mitarbeiter, dem wir natürlich hier stundenweise bezahlen, natürlich optimaler, wenn die Mitarbeiter das große Zimmer reinigen und der Kunde dann auch 225 da lässt. Beim Einchecken müsst ihr auch noch ein paar Sachen beachten. Ja, wie sehen die Zimmer aus? Ich habe jetzt mal hier ein bisschen die noch schöner gemacht, teilweise mit schöneren Sachen. Ich habe die alle auf Level 5 gebracht und wir hatten ja überlegt, ob wir vielleicht ganz viele Vasen einfach reinstellen, um Geld zu sparen. Die Idee habe ich verworfen, denn ja, mit den normalen Möbeln geht das eigentlich auch ganz gut. Man kommt dann irgendwie, wenn man so effizient spielt, besser ans Geld ran. Eine zweite Sache, die ich noch bemerkt habe, ist, hier steht ja, wie viele Tage möchte derjenige bleiben. Und wir müssen jetzt gucken, ob wir eines von den teureren Zimmern frei und sauber bekommen. Und dann würden wir ihn einfach in das teurere Zimmer reinpacken. Logisch, ne? Ja, dann habe ich so ein bisschen die Zimmer thematisch gemacht. Das hier ist also, dieses Zimmer hat sein Level 5 erreicht über die ganzen Bilder, die an der Wand hängen. Kann man, glaube ich, auch ganz gut erkennen. Und natürlich auch ein paar bessere Möbel. Aber ich werde euch gleich noch zeigen, die großen Luxuszimmer. Leider ist es jetzt im Moment so, ja, ich kann es auch mal, ach, hier habe ich immer noch nicht den richtigen Boden drin, okay. Leider ist es jetzt so, dass die meisten Zimmer noch belegt sind. Wir müssten also wirklich wahrscheinlich warten, bis dann auch eines dieser Luxuszimmer frei wird. Ich habe jedenfalls die großen Zimmer hier oben, da konnte man es so ein bisschen durchs Fenster sehen, habe ich jedenfalls schon eingerichtet. Ich würde sagen, dann geben wir dem hier, der unten hier Sturm klingelt, den geben wir dann einfach ein anderes Zimmer. So, wir haben nur die 100er. Kann der hier schon mal einchecken. Da auch. Die haben wir auch schon gezeigt. Und ja, ich habe also hier die beiden teuren Zimmer, die hier unten an den Flügeln sind, gebaut. Und dann habe ich hier oben die Zimmer gebaut, die an den beiden Enden sind. Da und da hinten. Und das kann ich euch gleich mal zeigen. Insgesamt der Trick mit den Lampen ganz am Anfang, ne? Nehmt die Lampen, verkauft die alle, dann habt ihr erstmal gut Geld und könnt dann so eine, ja, so eine Initialinvestition schon mal machen. Vielleicht können sich da die Leute auch irgendwann Kleidung kaufen, man weiß es nicht so genau. So, kann ich noch ein weiteres Zimmer zeigen? Im Moment nicht, müssen wir kurz warten. Ich habe den Müllcontainer, habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ob jetzt die Mitarbeiterin die ganze Zeit die Sachen in den Müllcontainer schmeißen, aber ich glaube, dem ist nicht so. Nee, also den würden wir nur voll machen. Das heißt, wenn ihr Mitarbeiter habt, spart ihr richtig viel Geld durch, dass ihr die Müllabfuhr nicht ruft. Das ist schon mal gut. Wie wir da oben das Schild neu machen, ich weiß es nicht. Und außer Level 4, also in Level 4, also durch die Primo-Version, aber wir bekommen in Level 4 keine neuen Sachen. Ne? Wir haben jetzt alles freigeschaltet, was es hier gibt, inklusive Jacuzzi und hier den Elite-TV für 100 Bewertungspunkte. Beim Dekor ist auch jetzt irgendwie nichts Spannendes dazugekommen. Wir haben alle Lampen freigeschaltet. Das habe ich ja teilweise gezeigt, dass wir hier die Wandlampen auch einen dazugepackt haben. Nämlich teurere Minibar. Und hier bei den Wänden haben wir sowieso immer schon alles gehabt. Das ist ja eh kein Problem. Und ja, bei den Texturen, beim Boden und so, das habe ich schon gezeigt. Und wie gesagt, ich habe hier einmal das gesamte Hotel mit dem neuen Boden versehen, bis auf da oben dieses kleine Stückchen. Und hier, das ist aber wieder weg. Ich bin mir ziemlich sicher, die Treppen hatte ich gemacht. Ihr könnt die Treppen auch mit im Zeugs belegen. Ich habe auch versucht, ob man hier irgendwie was hinbauen kann, so eine kleine Sitzecke, ne, dass man hier rausgucken kann, hier schön auf den See da hinten oder so. Das geht leider alles nicht und deswegen, ja,
müssen wir da jetzt leider drauf verzichten. Aber ich, oh. Aber ich möchte auf jeden Fall diese anderen Zimmer noch zeigen. Und deswegen müssen wir mal kurz warten, bis die frei werden. Einen Tag später ist es auch schon soweit. Die Zimmer 201 und 203 sind frei. Das sind die beiden teuersten. Ich meine, das müssten die beiden an der Ecke sein. Ich zeige euch zunächst mal das, was ich persönlich irgendwie nicht so spannend finde. Wobei, die haben schon ein spannendes Element drin, nämlich den Riesenmüll. Nee, erstmal irgendwie mit den Lampen. Hier müsste wahrscheinlich auch noch eine Lampe hin. Ich habe hier erstmal so einen Tisch reingestellt, so eine kleine Sitzecke. Aber es fehlen ganz viele Sachen, die man hier noch irgendwie reinstellen könnte. Ne? Dann Badezimmer natürlich nächste Stufe. Hier sind keine Bilder an der Wand, das hätte ich vielleicht noch machen können. Aber wir sind schon auf Level 5. Es gibt also keinen Sinn, das jetzt noch irgendwie zu investieren. Wenn man das min-maxen will, macht das keinen Sinn. Hier haben wir die schöne Badewanne, das goldene WC, das Waschbecken, was immer ein bisschen von der Wand absteht, eine schöne Dusche. Ja. Und auch hier den Kronleuchter natürlich auf dem WC, wie sich das gehört. Wir haben eine Klimaanlage. Ja, und hier haben wir in der Tat, und das freut das Reinigungspersonal, haben wir einen Balkon. Das heißt, wir haben hier wirklich eine große Mietfläche und eine hässliche Tür. Ne? Schöne Nachtschränkchen. Das sind übrigens die besten. Und ja, für mich sieht es ein bisschen aus wie Kiefer, gelaugt und geölt. Ich habe persönlich fast alle Möbel aus diesem Holz und mag das sehr. Ja, also das ist ein bisschen das einfache Zimmer hier, schön mit, ne, kann man vom Bett aus, kann man Fernsehen oder auch hier von der Ecke könnte man, ne, wenn man den Fernseher so ein bisschen dreht, das Licht von den Fenstern scheint nicht in den Fernseher, das sind ja alles so Sachen, auf die man achten sollte. Wir können keine Wände an die Wand machen. Wir können keine Lampen hier irgendwie an die Wand machen oder so. Das ist wirklich schade, also das wäre schön, wenn das irgendwie, ne, im Hauptspiel dann irgendwann möglich wäre. Was wir halt machen können, ne, wenn es ein bisschen trist ist, können wir auch so ein Bild aufhängen hier. Und sehr einfach mit Blümchen sieht das natürlich auch alles gleich ein bisschen gemütlicher aus. Und ja, das sieht auch so aus, als hätte ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, wenn hier einfach dann, ne, einfach so eine Blume da steht. Völlig. Aber, ne, allein dieser kleine Effekt, dass hier jetzt ein paar Pflanzen stehen. Wenn die jetzt unterschiedlich noch wären, wäre es natürlich noch schöner, aber das macht schon ein bisschen was aus. Ja. Welches Zimmer würde ich wahrscheinlich eher mieten? Genau das andere. Und das ist jetzt quasi die maximale Ausbaustufe. Ne? Level 5 mit den besten Equipment-Sachen. Schade, es ist nicht offen. Was war denn das andere? 203. Jetzt mal eben kurz gucken. 204. War das auf der gegenüberliegenden Seite? Ja, auch eigentlich ganz cool, ne? Mit dem Bett hier. Und jetzt hört man auch die Vögelchen. Ist noch nicht sauber gemacht. Hier habe ich jetzt mal. Ich habe eigentlich bei fast allen Zimmern habe ich diese blaue Farbe genommen, aber die sah immer so aus, als wäre die noch nicht trocken. Und Zuschauer meines Kanals kennen das natürlich. Man schaut hier auch gerne mal der Farbe beim Trocknen zu. Das wollte ich euch dann aber auch nicht zumuten. Letztlich würde ich euch aber gerne noch das andere Zimmer zeigen. Ich will mal eben gucken, das ist Zimmer Nummer 204. Dann hoffen wir mal, dass das gleich leer wird. Fand ich einfach ganz hübsch. So, 201, der 5 Tage bleibt, 225, zack. Und wir kriegen das Geld übrigens gut geschrieben, sobald er dann da eincheckt. So, noch einer, der will 2 Tage bleiben, der kriegt das billigere Zimmer. Und hier haben wir Glück, wieder 5 Tage in 225. Sehr gut, haben wir wieder ein bisschen Geld verdient. 109 wäre das Zimmer, was jetzt noch frei ist. Aber das kennt ihr schon. Habe ich da vielleicht irgendwie eine Themenwelt? Ich habe immer so ein bisschen Themenwelt, ne? Das Zimmer war dann halt mit nee, das war weder das Vasen noch das andere Zimmer. Das haben wir einfach nur mit den normalen Sachen haben wir das hochgebracht. Schönen guten Tag. Ja, mit diesem, ist noch nicht sauber. Mit dem Trick seht ihr, jetzt haben wir schon 14.000 am Konto, weil wir zweimal 5 Tage 225 Euro das Zimmer verkauft haben, was natürlich ganz schön lohnt. Ich wollte mir mit euch noch die anderen Zimmer einfach nochmal angucken. Hier ist nochmal ein kleines Zimmer. Wobei ich das hier eigentlich relativ cool finde, ne? Mit dem Blick hier schön nach draußen. Mittig gelegen ist vielleicht ein bisschen doof. Da kommen die ganzen Leute hier dran vorbeigelaufen. Sind sowieso die Gänge ziemlich doof, weil wir dauernd hier irgendwie Umwege laufen müssen. Ja, das ist ein kleines Standardzimmer nochmal. Okay, warte mal hier. Das kennen wir schon aus dem Livestream, glaube ich. Ne? Das war etwas größer oder so ähnlich kennen wir das schon. Mit einem kleinen WC reicht ja auch. Ich kann mich noch erinnern, ein Freund war ich in Berlin.
Der hatte eine Wohnung, anderthalb Zimmer nennt man das, glaube ich, ne? Ziemlich im Zentrum von Berlin, auch nur über Connections, weil jemand kennt, der jemanden kennt, der jemanden kannte. Und der hat da seine Ausbildung gemacht damals, so lange ist das schon her, dass ich noch unter Menschen war, draußen. Und da muss ich gerade so ein bisschen dran denken, ne? Das war im Wesentlichen auch nur so eine, ja, eine, also hier vorne war so eine Art Küche, dann war hier das Bett und da war dann noch eine WC-Duschecke und das war's sozusagen, ne? Das ist schon... So, pass auf, 3 Tage, ihr kriegt mal das schmutzige Zimmer, ihr kriegt die Daumen da oben, kriegt ihr sowieso immer wieder hoch. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr immer und immer und immer wieder die Bars auffüllt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, die Minibars auffüllen, dass die große Minibar hat dann noch ein bisschen mehr Inhalt, ne? So ein bisschen mehr rein. Muss man zweimal nachlegen. Hier ist nochmal ein schönes kleineres Zimmer. Hier ist nochmal ein Zimmer. Ja, ich mag das, wenn die so ein bisschen verwinkelt sind, aber gerne würde ich euch, wie gesagt, noch das hier oben, das finde ich persönlich das schönste Zimmer. Vielleicht finde ich das hier auch nochmal ähnlich wieder. Ja, hier ist natürlich mit Blick zum See, ne? Das müsste eigentlich nochmal teuer sein. Ja, genau. Das Zimmer hier drüber ist so ähnlich wie das hier. Und ich mag das dann total, hier sozusagen die Bettecke reinzumachen, dass man hier wirklich so ein bisschen versteckt, das hätte ich fast gesagt, aber das ist bei diesem Hotel generell so ein bisschen schwierig, weil die ganzen Fenster haben keine Gardinen. Gardinen vor allen Dingen. Ja, also da kann man schön reingucken, wenn jemand schläft. Das ist ganz toll. Ich habe keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, aber bei dem ganzen Spiel bin ich mir sowieso nicht so sicher, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung. So, alles wieder zu. Wir gucken mal kurz. Sind die eigentlich jetzt mal auf 109? Da können wir kurz Zimmerservice machen. Habe ich da einen großen Schrank? Nee. Dass das die Mitarbeiter nicht machen, ist mir auch ein kleines Rätsel. Wenn ihr selber spielt, ein Bug, den ich hatte, war, wenn ihr den LKW bestellt mit Waren, die euch geliefert werden und dann speichert und dann ladet, könnt ihr keinen LKW mehr bestellen, weil es dauerhaft auf es wird gerade geliefert steht. Ne? Also das müsst ihr ein bisschen beachten. Genau, und Zimmerservice-Sachen sollten wir immer im Inventar haben. Schönen guten Tag. Zimmer neu ist leider noch nicht fertig. Sie müssen noch einen Moment warten. Kann aber mal eben kurz Zimmerservice-Sachen nachbestellen. Wie gesagt, das ist dann die große Minibar. Und letztlich macht ihr dann nichts anderes mehr, als einfach hier die Leute bewirten und ja, also die Leute hier bedienen. Und es gibt auch jetzt für mich nicht die Möglichkeit, bei Level 4, glaube ich, noch einen weiteren Mitarbeiter einzustellen. Nee. Also hier steht 6, ne? Und kann man hier auch ganz gut zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt also genau. Ja, da ist also sehr viel Liebe und Sorgfalt in das Spiel geflossen. Was kann ich noch sagen? Also ich glaube, so von den Tipps her war es das. Ich würde aber trotzdem gerne euch noch das Zimmer 12 hier, war es glaube ich, zeigen. Und das ist auch schon soweit. Zeig's euch nochmal kurz, der Vollständigkeit halber. Ja, so schön kann es dann sein. Wieso fehlt hier der Boden? Was ist das denn eigentlich hier? So. Habe ich übrigens immer dabei, ne? So ein bisschen Ersatzboden und so. Und ja, das Problem ist natürlich, hier passen die Nachttische nicht so ganz hin. Ich weiß nicht, oh, da muss es dann vielleicht noch mal kleinere geben. Das ist auch eine große Kritik, die ich am Spiel bis jetzt habe. Das ist ja von dem gleichen Entwickler, die diese ganzen anderen Spiele gemacht haben. Mit Copy and Paste und Parkplatz und hast du nicht gesehen, so in die Richtung diese Spiele mit Real Estate und keine Ahnung. Da muss einfach mehr Mühe rein, diese Spiele. Ne? Da müssen viel mehr... Man kann ja Playway vorwerfen, was man will, aber durch das Kopieren des Asset-Katalogs haben die halt so einen großen Vorteil, dass sie halt viele Sachen im Spiel haben. Und hier ist die Auswahl halt sehr begrenzt. Es gibt quasi eine schöne Tapete, es gibt einen schönen Boden, es gibt ein Bett auf Stufe 3, nicht verschiedene Betten auf Stufe 3. Es gibt keine Einzelbetten zum Beispiel, keine Kinderbetten, keine verschiedenen, keine Badezimmerbeleuchtung. Das ist irgendwie ganz schön doof. Ja. Genau, hier hätten wir jetzt zum Beispiel wieder das Problem, dass das mit dem Waschen zu lange dauert, wir aber auch nicht helfen können, wenn die Mitarbeiter zum Beispiel schon die Decken in der Tasche haben, dann können wir halt nicht mehr helfen, ne? Dann müssen wir nur hoffen, dass die das dann irgendwie schnell genug fertig machen. Wir haben aber übrigens keine Minibar, da kann ich euch nochmal die große Minibar zeigen, wenn ich eine, ich habe nur leider keine einstecken. Die habe ich aber in den
ganzen anderen Räumen habe ich die verbaut. Bestellen wir doch mal schnell nochmal eine. So, Shop Express Drinks, große Minibar. Und dann hoffen wir, dass das passt. So. Dann schlafen wir mal, ich wollte gerade sagen, wir schlafen dann mal eben die Bediensteten aus dem Haus, aber möglicherweise, also das Spiel resettet halt die Bediensteten, wenn man sich ins, also, das, keine Ahnung, was du da schon wieder denkst. Jedenfalls, das Schild sieht schon mal gut aus, so wie bei McDonald's, bei den Abfahrten von Autobahnen. Klasse, das lädt doch zum Verweilen ein. Wir gehen mal kurz hier rein. Und dann gehen wir kurz hier rein. Und dann gehen wir kurz hier oben rein. Jetzt zeige ich euch das noch. Und ich glaube dann, ja, wir können das vielleicht nochmal, wenn es zum Release wirklich erkennbar ist, dass da mehr bei rauskommt, können wir es nochmal anspielen. Ansonsten bin ich jetzt auch langsam, ja, bin ich bei Colin. Da bin ich jetzt so langsam dahingehend leid, dass es... Wir können zum Beispiel keine Möbel hier draußen hinstellen. Das wäre doch schön. Einfach so eine Terrasse, einen kleinen Grill oder was, keine Ahnung. Gibt es Hotels, die Grills fürs Balkonzimmer anbieten? Weiß ich gar nicht. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, so alles gezeigt, was es so grob zu zeigen gibt. So war auch, ne? Wir können einfach hier Kacheln mitten reinmachen, was keinen Sinn gibt. Das ist alles schon... Wir machen ein paar Akzente. Mhm. Mit frischen Blumen. Macht wie eine... Nein, sage ich jetzt nicht. Manchmal kann es so einfach sein. Ja, Leute, das war's vom Hotel Business Simulator. Ich würde es mir gerne nochmal anschauen, wenn es dann raus ist. Ein bisschen kürzere Folge, weil es gibt jetzt wirklich nichts mehr zu sehen. Es waren auch schon die letzten Folgen ziemlich zäh. Es ist cozy, es ist laid back, aber es ist nicht nur laid back, sondern es ist auch leer. Und das ist halt das Problem. Danke fürs Zuschauen. Schaut gerne an den anderen Projekten in meinem Kanal vorbei. Da kommen auf jeden Fall tolle Sachen oder im Livestream. Und unterstützt mich über Käufe bei meinem Partner GamesPlanet. Link in der Videobeschreibung. Und da gibt's super tolle Spring-Sale-Angebote. Ich hoffe, ihr habt den nicht verpasst. Macht's gut. Und schaut mal in der Garo-Community vorbei. Auch verlinkt. Da gibt's tolle Gaming-Server, wo wir gemeinsam miteinander spielen. Ciao mit V. Tschüss.